Jetzt reporte ich das Ganze und jetzt schauen wir, was rauskommt. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel hier einen Raum mit drei Punkten, also von RU weggemessen, aber ihr könnt da auch drei Räume draus machen, das ist völlig egal. Und wir sehen jetzt immer, hier der P1 ist auf 1,1, dann der P1 R1 hat den Abstand, also dieselben Koordinaten und dann geht er nach oben und Servus, grüßt euch. Heute wieder mit einem neuen Video. Extra für alle Rissbreiten-Reporter, Rissreporter. Um was geht's? Ja, es geht um ein neues Subject, das Rissbreiten-Subject, das man sich einfach per Drag and Drop wieder installieren kann. Hat dann drei verschiedene Rissbreiten-Subjects zur Verfügung. Moment, ich zeige das einmal mal. Abbrechen. Ich gehe auf die Bibliothek, Büro und habe hier Subject. So nicht unter RB, oder? Nee. Also unter Subject. Ich habe einmal den Hauptpunkt, einmal Zwischenpunkte und einmal die Risse zu bemaßen. Was heißt das? Wenn das das Objekt der Begierde ist, sagen wir mal, das ist die Wand, die zum Beispiel die Risse aufweist und wir wollen das Ganze auf den Plan bringen und alles festhalten, dann können wir jetzt hier einen Hauptpunkt setzen, von dem wir aus messen. Das ist der erste Hauptpunkt, den nenne ich LU, weil ich links unten anfange zu messen. Den setze ich jetzt einfach mal hier ab als M1, beschrifte das Ganze vielleicht hier. So, und schließe. Dann habe ich vielleicht noch einen Punkt, wo ich diese Risse betitle und da hole ich mir den M2. Ich erhöhe also um 1 und setze vielleicht hier die Beschriftung ein. Schließe das Ganze, fertig. Da haben wir schon mal zwei Punkte, von denen wir aus die nächsten Unterpunkte behandeln. Der LU ist kein Hauptpunkt jetzt, den grünen, wird aber von dem hier zugegriffen. Jetzt brauche ich halt einen Punkt, zum Beispiel hier oder hier, von dem ich aus die Rissbreite messe. Und jetzt messe ich einfach mal hier ungefähr her und sehe, ja, ist ungefähr 1 Meter auf 1 Meter. X-Koordinate und Y-Koordinate 1, 1. Ich nehme das Symbol 39, das voreingestellt ist. Und jetzt kann ich das Ganze als P1 zum Beispiel bearbeiten und sagt, der Beschriftungsbild kommt jetzt hier hin. Selbe Spielchen kann ich jetzt hier machen. Hier bräuchte ich wahrscheinlich mehr Punkte. Hier brauche ich erstmal den Punkt und vielleicht hier einen Punkt und hier vielleicht noch einen Punkt. Oder ich könnte sagen, hier einen Punkt. Und hier und da messe ich dann jeweils davon entfernt weg. Das kann man ja machen, wie man möchte. Jetzt messe ich erstmal von hier nach hier zum M2. Ist wieder 1 Meter. Hier 1 Meter minus aber das mal. Und 1 Meter hoch. Und das ist der Punkt 2. Gehört sich zu rechts unten. Oh, das muss ich noch beim anderen überarbeiten. Beim M2-Punkt mache ich auch so gleich. Doppelklick drauf. Und wir nennen das Ganze rechts unten passt. Ja, wir haben einen Maßstab 1 zu 20 in dem Fall. Größe des Symbolpunktes kann man sich streiten, ob man es größer oder kleiner macht. Ich finde es fast sogar ein Schnuff zu groß. Dann machen wir es mal kleiner. Machen wir mal 0,5. Würde ausreichen. Dann wiederhole ich das natürlich an diesen Punkt. So. Und der Punkt 2 und noch ein Punkt 3 wird erscheinen. Den brauchen wir jetzt, sagen wir mal, von hier. Messe ich von hier und dann gehe ich so weiter. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, ich würde hier den Punkt setzen. Und dann so, zack, zack. Und dann hier nochmal. Oder einen weiteren Punkt setzen. Und dann von hier. Ja, wir machen einfach noch zwei weitere Punkte. Ist besser. Komm jetzt, Pedi! Pedi, reiß dich zusammen, reiß dich zusammen. Ich notiere mir das einmal. Also 0,7765 und minus 1,01397 rückwärts gerechnet. Okay. Das heißt, von hier müssen wir minus 0,7765 und in plus 1,01397. Das müsste der Punkt 3 sein. Setzen wir hier ab. Und ihr seht, mit den Plus
kann ich ganz schnell einfach den Namen mit ändern. Setze ich jetzt hier so ab, schließe das Ganze. Und jetzt messe ich noch diesen Punkt hier aus. Notiere mir wieder 0,75221 und minus 1,07611. Wunderbar. Genau das geben wir jetzt ein, nur in mal minus 0,1. Also 0,75221. Und hier gehen wir 1,07611 nach oben, holen uns den Punkt 4 bezogen auf RU. Punkt. Und jetzt hier die Beschriftung setzen wir sauber hier hin. Schließen das Ganze. Jetzt haben wir die Punkte, wo wir die Risse messen wollen. Und jetzt stelle ich einfach um oder ich gehe in die Bibliothek auf hier die Rissbreiten. Aber ich könnte jetzt auch, ich hätte auch die Punkte umstellen können. Allerdings muss man sich denken, hier merkt er sich immer die letzte Einstellung und das ist ziemlich cool. Dann habe ich hier immer die M-Punkte als letzte Einstellung, hier immer die P-Punkte als letzte Einstellung und hier immer die R-Punkte als letzte Einstellung. Deswegen nutze ich das so. Aber theoretisch könnt ihr auch hier auf Symbolpunkt wechseln. Den Startpunkt wähle ich bei 0,0, denn den gehe ich von P1 aus. Ich nenne den Punkt P1R und dann R1. Okay, cool. Und dann nehme ich diesen Bazi hier und setze ihn daher. Und ich schätze jetzt einfach mal die Rissbreite, die schaut ziemlich stark aus. Machen wir mal hier eine, ja, 8er Rissbreite. Schließen das Ganze und haben wir hier den P1R1. Was ich noch dazu brauche, ist ein Raum. Ja, wirklich ein Raum. Denn der gruppiert mir jetzt die Punkte und die Risse. Machen wir mal die erste Excel-Liste. Den ersten Report hier drüber. Und jetzt sehen wir schon mal den Punkt 1. Der ist auf 1,1 von LU entfernt. Und der P1R1 ist 8 mm breit. Hier steht nichts drin, denn der Startpunkt ist identisch. Deswegen steht hier nicht 0 drin. Das schaut irgendwie komisch aus. Und hier der X2, also der Endpunkt, geht minus 0,056 und 0,310 nach oben. So wird das Ganze gehandhabt. Und jetzt kann ich natürlich der Wand noch einen, den Raum noch einen Namen geben. Anstatt, ja, hier zum Beispiel die Wand 4 wäre das. Und das wäre Punkt 1. Abgemessen von LU. Okay. Nochmal der Report. Doppelrechtsklick. Und jetzt haben wir hier Wand 04. Oh, ich muss das noch einfügen. Gut, das wird gleich noch nachgeholt. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin wieder zurück. Kleiner Bug. Aber schon müsste ausgebessert sein. Jetzt haben wir den Punkt M1 LU von der Wand. Wird es ausgegangen. Und wenn wir da hinzoomen, leider kriege ich es nicht größer in dem Bereich. Aber wir sehen den Punkt 1. Und den P1R1. Ja, dasselbe Spielchen machen wir jetzt hier in dem größeren Bereich, weil ihr wollt es natürlich auch sehen, ob das bei so größeren Dingen klappt. Auch hier ist es eigentlich durchdacht. Ich sage jetzt einfach mal hier der Punkt 2, das trage ich jetzt händisch ein. Und dann ist es der Riss 1 für Punkt 2. Den setze ich jetzt einfach hier ab. Ich könnte auch ein Endsymbol immer auswählen, wenn ich hier auf OK sage. Dann seht ihr hier ein Endsymbol, möchte ich aber in dem Fall nicht. Und jetzt könnte ich einfach, ja, ich könnte es zum Beispiel so machen und dann nochmal, machen wir vielleicht auch, nochmal R1 Punkt und dann erscheint hier das Ganze. Beschriften tut, müssen wir uns halt jetzt ein bisschen länger und, oder ein bisschen größer. Wir können auch die Textfüllfläche entfernen, wir lassen es aber drin. Und die Textgröße ist natürlich hier gigantisch groß, deswegen machen wir die für die Risse ein bisschen kleiner. Und hierher, wunderbar. Könnten das Ganze auch rotieren lassen, aber brauchen wir jetzt nicht. Jetzt habe ich noch den P2R1.1. Selbe Spielchen, also ich muss jetzt nur den Startpunkt verlegen, das ist genau der Endpunkt von P2R.1.1. Und der Endpunkt, den setzen wir dann, sagen wir mal, auf minus 1, minus 1. Was passiert? Wir setzen erstmal hier auf 2. Nein, wir müssen das verschieben. Moment.
Und jetzt kann ich den Endpunkt wieder greifen und hier hinsetzen. Und schon wird mir der Endpunkt hier festgelegt. Das heißt, wir gehen mit dem P2R1.2 hier hin. Aber wir starten nicht von hier aus, sondern wir starten von hier aus. Deswegen die Startpunktkoordinaten woanders. Achso, und die Rissbreite, was machen wir hier? Die schaut nicht ganz so stark aus. Machen wir mal hier eine 4. Und hier machen wir vielleicht eine 5,5, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist alles geschätzt anhand dieses Pixelbilds. Ne? Aber gut, so ist es eben. Hier brauche ich keinen Punkt eingeben. Jetzt kommt der Riss 2 vom Punkt 2 aus. Den setze ich jetzt einfach hierher. Das passt für mich. Und ja, wie stark machen wir den? Der schaut ein bisschen stärker aus als der andere. 6,5 vielleicht. Und die Beschriftung setzen wir hier ab. Ja, und noch einen haben wir hier. Den Bazi setzen wir hier ab. Den nenne ich jetzt Punkt 3.1. Machen wir hier 4. Schaut sogar noch dünner aus. Mit 2,5 irgendwie so. Schließen das Ganze. Und jetzt wieder selbe Spielchen. Wir nehmen den Endpunkt, setzen den hier hoch. Vielleicht mache ich sogar noch einen Button, dass man einfach das nach oben verfriemeln kann. 0,10, 0,10. Das wäre jetzt der 3.2 dann. Den setzen wir von hier nach hier. Und der ist schon gigantisch viel größer. Ich würde sagen, der ist eine 10 von 10. Oder eine 12. So. Ja. Und auch die nächsten Risse hier fangen jetzt von Punkt 3 mit der 1 an. Bitte hier 0. Ihr könnt auch einen 0-Button wieder einbauen, dass es gleich 0. Aber jetzt erstmal langsam starten. Muss erstmal schauen, ob es überhaupt Publikum dafür gibt oder Anwender. Sagen wir es mal so. Ja, jetzt haben wir das Ganze hier abgesetzt. Punkt 1. Würde ich gut finden. Schließe ich. Und jetzt sehe ich hier den R.2. Ich muss noch die Rissbreite angeben. Moment. R.2. Rissbreite und Größe ist hier. Schaut ziemlich dünn aus. Machen wir 2. Hier ist es aber nicht so krass wie 12. Hier ist es einfach eine 5,5 gemessen worden. Ich müsste natürlich auf der Baustelle messen. Logisch. Jetzt haben wir noch ein P3R3. Auch den setzen wir entweder von hier nach hier und dann von hier nach hier, dass wir zusammenschließen. Das könnten wir zum Beispiel machen. Oder es wird sogar gehen. Ja, komm, wir machen das Unmögliche möglich. Wir machen jetzt da einfach noch einen hin. Der ist von der Rissbreite 3,5. Oder ja, ich sag 4. 4. Eine 4. Das ist der Punkt 3, Riss 3, schließen. Und jetzt setzen wir wieder auf 0,0 hierher. Das ist der Punkt 4. Und der Riss geht von hier nach hier. Ist mehr als eine 4, der ist eine 7 an der stärksten Stelle. Und den setzen wir hier hin. 4R.1, 7 passt, schließen. Den nächsten setzen wir von hier nach hier. Der ist aber auch stark. Da lassen wir die. Machen wir eine 6. 6,5. 6. 6, 6, 6. Von hier nach hier. Punkt 2, genau. 2.1. Oh. 2.1. Schließen und jetzt machen wir wieder den Endpunkt hier zum Startpunkt 0,10 hierher. Der hat aber jetzt keine Rissbreite mehr von 6, der hat hier nur noch 2 oder 2,5 und wir erhöhen um 1 und setzen das Ganze hierher. Ich schließe das Ganze. Jetzt schaut das Ganze so aus.
Hier setze ich auch entweder einen Architekturkasten drum, einen Raum. Warum? Weil ich das sag. Nein, ich beschrifte den Raum so, dass der M2 heißt. Hier Wand passt schon, Wand und Punkt ist M2, hallo, rechts unten, genau. M2RU. Schauen wir mal, ob ich das genauso hier benannt habe. Aber mit Minus hier. Okay. Jetzt reporte ich das Ganze. Und jetzt schauen wir, was rauskommt. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel hier einen Raum mit drei Punkten, also von RU weggemessen, aber ihr könnt da auch drei Räume draus machen, das ist völlig egal. Und wir sehen jetzt immer, hier der P1 ist auf 1,1, dann der P1R1 hat den Abstand, also dieselben Koordinaten und dann geht er nach oben. Und hier ist der P2, da gehen wir von rechts unten minus 1, 1 hoch und dann von dem Punkt aus gehen wir vom P2 R1 hier rüber und wir haben überall die Rissbreiten und haben hier alles schön sauber dokumentiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, benötigt man das? Das hat sehr viel Zeit und Arbeit gekostet. Wer will es haben? Zu welchem Preis? Oder liked ihr einfach mal das Video oder schaut das nächste. Fragen über Fragen. Servus, ciao, euer Eta Endcard.